Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Faker. Ja, heute mal eine kleine Änderung, beziehungsweise wahrscheinlich für die Zukunft. Ich wurde bei mir im Clan von der Führung, sag ich mal, drauf angesprochen und ich habe es auch schon ein, zwei Mal in YouTube-Kommentaren gelesen. Wir werden die Supporter des Tages am Ende des Videos schicken. Das hat einfach nichts damit zu tun, dass ich es euch nicht mehr wertschätze. Ich bin absolut dankbar für jeden Support, für jeden Einzelnen, der sich die Mühe macht, da meinen Secret Code einzugeben, und bin auch weiterhin dankbar drüber. Aber für den Video Flow werden wir es ab sofort ans Ende des Videos packen. Ich hoffe, darüber seid ihr nicht sauer oder enttäuscht. Wie gesagt, da gehen wir trotzdem weiter drin ein. Aber viele hat es ja doch am Anfang gestört. Außerdem habe ich diese Timestamps noch nicht hingekriegt bisher. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. So, ja, und was wir auch so machen, ist uns wundern, warum das Bild nicht richtig angezeigt wird. Wait a minute. Wo ist das Spiel? Rush Royale. Let's go. Er will nicht. Bestimmtes Fenster. Rush Royale. So, ich hoffe. So, ich hoffe, jetzt läuft das gleiche wieder. Gerade kurze technische Probleme. Und ja, deswegen würde ich sagen, starten wir heute mit der News rein, die wir haben. Und zwar haben wir, ja, einige News zum Geistermeister bekommen, der dann nächste Woche geändert werden soll. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir da rein. Ich mache nebenbei mal hier den Geistermeister auf. So wie er jetzt ist. Ja, denn der Geistermeister wird tatsächlich komplett überarbeitet. Und dazu gehen wir mal kurz hier in die Übersetzung rein. Der Geistermeister ist einer dieser Einheiten, die über eine einzigartige Mechanik zur Interaktion mit Mana-Power-Ups verfügt, wodurch er sich von anderen Einheiten abhebt. Allerdings erlaubt es diesem Talent, die Einheit des den Spielens nicht über einen längeren Zeitraum souverän auf niedrigem Niveau zu spielen. Wir haben beschlossen, die Talente zu aktualisieren und den Geistermeister ein wenig zu stärken, um seine Beliebtheit zu steigern und das Spiel mit ihm spannender zu gestalten. Welche Veränderungen werden kommen? Bezüglich der allgemeinen Werte der Einheit, das Angriffsintervall wird verkürzt, das heißt, der greift schneller an, der Kollege. Alle Talente werden ebenfalls geändert. Das erste Talent, was geändert wird, ist die Sturmkraft. Das ist jetzt das dritte Talent rechts. Dies ist jetzt ein Aufstiegstalent der Stufe 1 und erfordert zur Aktivierung kein Mana-Power-Up der Stufe 6. Reinigung wird aus dem Talent gestrichen und auf ein separates Talent der Aufstiegsstufe 2 verschoben. Die Sturmform hält länger. Der Prozentsatz der Erhöhung der Angriffsgeschwindigkeit wurde verringert. Flammenkraft, das ist das dritte Talent links. Dies ist jetzt ein Aufstiegstalent der Stufe 1 und erfordert zur Aktivierung kein Mana-Power-Up Level 6. Ja, bisher war es ja so, nimmt bei einer Mana-Power-Up ab 7 die Feuergeistform für 7 Sekunden an und erlangt einen Flächenangriff in Höhe von 25%. Also wahrscheinlich wird er dann jetzt instant entweder die Flammenkraft oder die Sturmkraft aktiv haben. Die Stufenreduzierung in dieser Form senkt die Stufe auf das Minimum und umgeht die Zwischenstufen des Mana-Power-Ups. Dieses Talent erhöht auch den Schaden mit jedem Meister in feuriger Form. Okay. Lebenselixier und Lebensschub. Kombiniert zu einem einzigen Talent der Aufstiegsstufe 2, für dessen Aktivierung ein Mana-Power-Up der Stufe 6 erforderlich ist. Neues Talent, Elixier der Reinigung. Bei Mana-Power-Up der Stufe 6 und höher besteht eine gewisse Chance, alle negativen Effekte vom Meistern zu entfernen. Das wird jetzt das zweite Talent sein. Okay. Das war sonst das dritte Talent rechts. Also wenn ihr den Geistermeister noch nicht so hoch habt, habt ihr jetzt trotzdem schon die Reinigung mit dabei.
Steinkraft, es wurde geändert und ist jetzt ein Aufstiegstalent der Stufe 3. Die Geistermeister in Geisterform halten die Chance, einen Felsbrocken zu werfen, das Monster im kleinen Bereich zusätzlichen Schaden zufügt, wobei die Schadenshöhe vom anfänglichen Schaden des Meisters abhängt. Und zu guter Letzt die Erdkraft. Das waren jetzt bisher die Talente, die auf Stufe 11 verfügbar waren. Es wurde geändert und ist jetzt ein Aufstiegstalent der Stufe 3, der durch den Felsbrocken verursachte Schaden skaliert. Nun mit dem ursprünglichen Schaden des Meisters zuvor verursacht es immer 1500 Schaden. Der Effekt des Talents verringert sich nach und nach die Rüstung des Monsters. Ja, verringert nach und nach die Rüstung des Monsters. Und kritische Macht, das ist das letzte Talent. Die kritische Angriffschance des Meisters erhöht sich auf den Stufen 6 und 9 des Mana Power-Ups. Okay. Das ist ein bisschen komisch geschrieben. Critical Attack Chance increased at Level 6 and 9 of Mana Power-Up. Also scheinbar nur auf diesen beiden Stufen erhöht sich dann ja, der kritische Schaden. Müssen wir mal gucken, wie der deutsche Text denn in-game aussieht. Diese Änderungen werden nach der Veröffentlichung von Version 23.3 wirksam. Ja, ich gehe davon aus, dass Version 23.3 am Montag stattfinden wird. Wie gesagt, ist jetzt kein Safe Call, aber ich gehe da einfach mal von aus. Und ja, bin ich echt gespannt drüber. Der Geistermeister war schon mal eine ziemlich starke Einheit, beziehungsweise wenn man ihn spielen konnte, ist er wahrscheinlich immer noch sehr, sehr stark. Und da habe ich schon Bock, nächste Woche da mal ein bisschen auszuprobieren. Hoffentlich auch im YouTube-Video mit euch zusammen. Deswegen Abo für den Kanal lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, morgen werden wir noch ein nices Inquisitor Dark Inqui Gameplay haben. Da habe ich auch gestern im Clan-Turnier ja, mal gut einen rausgehauen. Also für einen Dark Inqui auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ohne passendes Amulett. Von dem her gar nicht so verkehrt. Ansonsten noch eine Sache, über die wir sprechen können. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir vermehrt Kristallangebote bekommen. Ich habe es jetzt selber schon gelesen gehabt bei uns im Chat. Ich glaube, der Kai-Uwe meint es schon und der Master Klinke. Ich hatte ja eins verpasst, ich glaube so vor 3, 4 Tagen und hatte heute tatsächlich schon wieder eins. So, dass ich jetzt schon wieder 14 Kristalle habe. Und ja, so dass wir jetzt einfach mal auf süß hier den Beschwörer auf 12 leveln. Denn ja, ein bisschen Crit kann nicht schaden. Wir können mal noch kurz gucken, was könnten wir noch hier hochleveln. So, ja, komm hier, den gönnen wir uns auch noch mal 11%. Let's go. Damit haben wir hier schon mal auch den Crit-Schaden noch mal ein bisschen geboostet. Warum denn nicht? Und ja, dann geht es immer weiter nach oben. Ansonsten endet gleich, ja, die bronzene Gewährung, haben wir noch eine Sandale, der Spiegelkampf. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen getrödelt. Deswegen würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen Druck auf und kaufen uns noch hier den Pass. Natürlich mit Platin über den Creator-Code der Taker. Kuss geht raus an alle, die das nutzen. Siebenmal die Meerjungfrau, stark. 200 Staub und 300 Münzen. Und ich würde sagen, wir machen noch auf ganz entspannt heute hier zum Freitagabend einen Kampf im Spiegelkampf-Event. Und dann habe ich gleich noch ein bisschen Stress, das alles fertig zu bekommen. Ja. Ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr gerne für Videos sehen wollen würdet. Mir wurde heute schon gesagt, mehr PvP wäre cool, anstatt immer Turnier und Event. Jetzt müssen wir es nochmal heute einmal machen. Ansonsten können wir das gerne tun. Ich tue da mein Möglichstes. Manchmal ist es halt einfach daher geschuldet, dass ja, ich wenig Zeit am Tag hatte und dann halt einfach das spiele abends, was ich halt spielen muss, ne? Und deswegen, ja, nimmt mir das nicht so übel. Schicken ihn mal ein, obwohl ich davon eigentlich kein Freund bin, als erstes hier anzugreifen. Wir brauchen, ja, theoretisch Priesterin, die wir nicht haben. Deswegen müssen wir mal hier schicken. Ein bisschen zumindest. Absolut doofes Deck, wirklich. Und das im Mirror Match. Ich weiß nicht, wer spielt so einen Mist? Wer spielt so einen Mist gerne? Dann auch noch eine Meerjungfrau mit drin. Absolut sinnlos. Komm, Mann! Da jetzt ein schöner Priester hier, das wäre cool gewesen. Ja, das macht so viel Sinn, wie, weiß ich nicht, die Schamanen hier in dem Deck. Für den Mirror-Kampf schon eher ungünstig, sage ich mal, wa? Schön Dreier jetzt hier vielleicht, hier für die. Komm. Ja, schön. Da boosten wir mal hoch hier.
hat denn die Priesterin heute für Talente dabei? Okay, jegliche Form von Mana produziert uns den Schaden. Da kommt der Gegenzauber noch genau rechtzeitig an. Sehr nice. Kurz ein bisschen Mana sparen, wir müssen ja nichts verschwenden hier. Die Bubble aktiviert sich von alleine, sehr gut. Da beschützt die Meerjungfrau uns ganz gut. Der Gegner hat nur eine 6er Meerjungfrau. Das könnte auch unser Vorteil noch werden auf Dauer. Zack. Komm, wir hauen den hier rein. Und da kommt auch noch der Taschenflug von uns. Das gibt ihm natürlich Mana, weil wir seine Fähigkeit aktivieren. Aber zieht ihm am Ende halt auch einen Fusionsrang ab. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist. Oh ja, das ist ja alles nicht so schön. Aber so viele Dreier, was soll man damit? Und nichts Brauchbares hier auf 3, ne? Das ist so dämlich mit dem Deck, wirklich. Ich hasse es. Ich hasse es richtig. Oh, ja, komm hier, zack. In der Hoffnung, dass da was rauskommt. Aber natürlich kommt da ein 5er Schamane raus. Natürlich. Was auch sonst. Was denn auch sonst? Ja, den trifft da. Ist nicht so schlimm. Zack, komm hier. Zap, zerab. Der trifft natürlich auch nicht, weil da eine Bubble drauf ist. Genau wie da. Also ich glaube, die Schamanen haben gefühlt nicht einen Hit ausgemacht. Ja, der Gegner. Ja. Der weiß auch nicht, was er vor lauter Schamanen machen soll. Kappa. Wenn wir wenigstens verbesserte Beschwörung hätten. Das wäre cool. So, jetzt wird der Schlüssel sein, dass wir immer die Fähigkeit aktiv halten, also hier immer schön aktivieren. Oder vom Gegner natürlich mit seinem Schaman aktivieren lassen. So, zack, jetzt ist aus, jetzt müssen wir mal hier rein. Den hätte er gerne treffen können, hier den. Oder den auch gern nochmal schnell. Eben waren wir vorne, jetzt ist der Gegner wieder hier in der Vorderhand, sage ich mal. Zack. Da kriegen wir auch nur Mist, ne? Dreier können wir gar nicht gebrauchen. Komm. Jetzt gönn doch endlich mal. Wow. Wow, wow, wow. Eieiei. Das ist ja wirklich traurig. Das ist ja ein Trauerspiel hier mit den Merches heute. Es wird sogar ein ganz knappes Ding jetzt hier. Wir müssen gucken, was wir machen können. Ja, der Gegner hat ihn jetzt schon tot. Puh, das war knapp. Das war echt sehr, sehr knapp. Ja, das wird der Gegner gewinnen hier mit den beiden Typen hier. Da haben wir uns doch ins Ausgeschossen, würde ich mal sagen. Wir aktivieren den mal hier einmal. Können wir auch nichts mitmachen. Ja, seine Fähigkeit ist aus. Er muss nur einmal merchen, ne? Ja, oder halt spawnen. Das bringt es natürlich auch. Kein Glück. Ja. Da lacht er sich schlapp mit dem Deck. Naja, den Sieg gönne ich ihm im Notfall. Ich will gleich nochmal einen Lucky Punch hier probieren, ob wir hier den hier auch wegkriegen und den vielleicht direkt hier. Komm. Komm. Let's go. Okay. Wo kam der jetzt auf einmal her? Hier der Tesima Priester. Da war der Lucky Punch. Aber vielleicht zu spät. Das letzte Aufbäumen hier nochmal. So, zack, wieder die Fähigkeit aktiviert. Er muss jetzt merchen, ne? Vielleicht kommt er jetzt in die Situation, wo wir gleich waren, wenn er 2-4er oder so mercht und dann nichts Gescheites da mehr rauskommt. Das wäre cool. Ansonsten, zack, hier können wir aktivieren. Und jedes Mal, wenn wir jetzt hier merchen, aktivieren wir es auch wieder. Muss kurz warten, bis hier der blaue Nebel weg ist sozusagen. Zack, aktivieren, aktivieren. Hier auch nochmal aktivieren. So viel Schaden wie möglich aufs Board nochmal bekommen. Das war knapp. Aber guck mal, unser hat schon 2 Millionen. Der macht jetzt richtig Schaden bei uns. Schnell mal die Bubble rauf. Ich glaube, den kriegen wir gar nicht klein. Den kriegen wir gar nicht klein, den Kollegen. Und er kriegt seinen natürlich noch kaputt. Eieiei, tut das weh. Das tut richtig weh. LT Saras. Kam der Sima-Merch hier zu spät, glaube ich. Am Ende des Tages. 2 Herzen sind weg. Er ist sauer. Ja, guck mal, so wie ich es gerade gesagt habe, jetzt sieht es bei ihm gar nicht mehr so gut aus. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Einheiten, um hier alles aktiv zu halten. Wenn er jetzt noch ein, zwei Merches macht und da Mist rauskommt, dann kann es hier sogar noch was werden. Mal gucken. So, den heben wir uns jetzt auf.
Oh mein Gott. Das war ein mieser Hit. Guckt es euch an. Oh mein Gott. Ja, bumm. Das stimmt. Den hat er gut gesniped. Ja, hätten wir die zwei Herzen nicht verloren. Oh, könnte es knapp werden. So verlieren wir jetzt hier gleich nochmal ein Herz. Und dann ist es auch gegessen am Ende des Tages. Knapp, knapp, knapp. War gar nicht so eindeutig, wie man jetzt denkt. Er hätte vielleicht noch 10 Sekunden durchgehalten. Von dem her, naja, lassen wir ihm den Moment auf jeden Fall. Wir nehmen die 150 mit. Nehmen hier nochmal 300 Staub. 100 Staub mit. Warum denn nicht? Und ja, damit sind wir hier erstmal entspannt durch. Wie gesagt, der Geistermeister ist eigentlich das Wichtigste des heutigen Videos gewesen. Da bin ich echt gespannt drauf, wie es da weitergeht. Und den gucken wir uns auf jeden Fall an nächste Woche. Deswegen unbedingt ein Abo für den Kanal hier lassen. Würde mich auch sehr supporten. Und erzählt auch gerne euren Freunden davon, von dem Channel hier. Und wenn ihr Fragen habt, fragt immer. Anregungen, Kritik, alles her damit. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Supportern des Tages. Oder der letzten 2 Tage. Gestern gab es nämlich kein Video, weil, ja, Valentinstagsabend mit Frau. Muss auch mal sein. Wir fangen an. Shenya ist am Start. Dann ich selbst einige Male wegen dem Giveaway. Daditzas, Anonymous, Mr. Katsu, Bangbar zweimal, KL2707 zweimal, Dr. Planfrei, SK Silix, ID für das Gewinnspiel. Vielen lieben Dank. Color Can Dancer, hihi, weiter so. Ich bin's, der Senpai. Vielen lieben Dank. Ita Rette ist am Start. Discord Spezi, Joke47, Baccio, Soul88, DN Kiperius, Smacks, liebe Grüße. Nochmal Smacks mit den lieben Grüßen. Dann ich selbst, wo ich mir das Kristallangebot gekauft habe, schon 20 Stunden her. Sven Hösemeyer ist am Start. Mevo, mach weiter so, liebe Grüße, Mevo. Tobias ist am Start. Surreal, Schabing, Nils zweimal. Beim zweiten Mal schreibt er, die Dryad muss hoch. Sehr gut. Verpeiler ist am Start. Johnny ist am Start. Master Klinke. Nochmal Master Klinke. Davor der Huni war auch ich. Kuss, 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 mein Lieber. Babai ist am Start. Manu. 2000 Staub, zweimal Taschenfluch und einmal Gold gegen Zauber. Dein Glück hat auf mich abgefärbt. Ja, gerne. Guckt meine Videos. Dann gönne ich euch auch gern das Essenzenglück. Dann nochmal der Manu. Gewinnspiel vergessen. Da bist du mit am Start. Und vor 25 Minuten der Griffin Magenta Shield. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen von euch. Kuss geht raus. Und demnach bin ich heute auch raus. Vielen lieben Dank für euer Support. Bis morgen 18 Uhr. Haut rein, bleibt gesund und ciao, ciao. Okay.